Ja, Leute, da haben wir's und da sind wir's. Jawohl. Dann warum? Ah ja, jetzt sah hier. Wollte meine Tastatur hier gerade nicht. Schrecklich. Ich brauche genau von den grünen Schaltkreisen, dass ich von den Lasertürmen bauen kann. So, und ihr seht auch gerade, dass ich hier komplett den Bahnhof gerade umbaue. So. Genau, der Boss, der Boskias wollte ich schon sagen. Der Ja, Doskias. Oh der Gott. Boss. Ja, Mann, der Boss. Der Boss in Doskias. der Ja, Mann, Doskias, der Hood. Boss. Baut den Bahnhof um und ich bin gerade dabei, dass wir hier Lasertürme, die werde ich jetzt so beiläufig mitproduzieren, schon mal. Und werde mich jetzt darum kümmern, unsere ganze Stromversorgung hier drüben zu erweitern. Das ist gerade mein Hauptziel. Und das werde ich jetzt auch tun. So, und beginnt erstmal damit, dass ich hier mal das ganze Seezeug da weg muss. Also hier so zum größten Teil zumindest. Haben wir immer noch rote Schaltkreisprobleme im System? Eigentlich nicht, aber ich habe halt gerade massig abgegriffen. Ja, ich meine im System, nicht auf dem Fließband. Das weiß ich jetzt nicht. Ah ne, 360. Ja gut, dann warte ich mal kurz. Bin ja ziemlich weit weg von der Stelle, wo es kommt. Ah, da kommen sie her. Sehr schön. Ganz teuer So. der Hangar. Gut, dann werde ich das erstmal bis dahin erweitern. Ich sehe natürlich. Mach das Okay. bis hierhin. Heißt, dann setze ich den jetzt erstmal einfach nur dahin. Ich baue den dann nur hin, damit ich die Drohnen hier hinten habe. Oh, da kommen sie schon wieder. Gut, dann gehe ich kurz hier hin und setze den Laserturm hier hin. Na, kommt her? Nee, 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 nicht da hoch. Ja, kommt hierher. Jawohl, sehr schön. Brave Lasertürme. Wir nämlich das wunderbar mit unserem super Logistik-Robotern abreißen. Machen wir das auch erstmal weg. So. Die So. Kreuzung gefällt mir auch noch nicht so wirklich. Also machen wir die nochmal weg eben. Ja, das kriegen wir hin. 58 Konstruktionsroboter haben wir nur. Na gut, ist ein bisschen wenig. Ja, vor allem, weil ich sie gleich alle brauchen werde. Ich brause gerade, deswegen kriegst du wahrscheinlich gerade gar keinen ab. Ach so. Aber wir haben ja genug von diesen Gestellen Alter, in der was ist Reserve. denn da im Norden los? Oh ja, ich sehe es auf der Karte. Alter. Da kracht's ordentlich wahrscheinlich. Ja. Muss mal gucken, das ist aber alles hier mit Drohnen abgedeckt, das heißt, es wird alles automatisch repariert, also gut. Dann werde ich jetzt natürlich die Versorgungslinie hier natürlich noch nicht unterbrechen. Werde aber zumindest die Türme hier schon mal abreißen. Ich habe jetzt nochmal 50 Konstruktionsroboter gebaut, dann sollte mein Projekt da unten noch etwas Gut. schneller werden, hoffe ich. Ich hoffe, die Lagerkisten haben noch genug Kapazität, weil es verdammt viel Holz, was die hier unten abhacken. Gut. Jetzt muss ich gerade mal was gucken. Wie weit muss ich denn da ungefähr überhaupt? Das heißt, direkt bis hier. Ach komm, das kann ich selber abreißen hier. Da kriegen wir schon wieder Schaltkreise. Achso, habe ja gerade alle verbraucht. Klar, logisch. So, warum mache ich das? Ich möchte das Ganze hier. Hätte gern meine Kreuzung wieder, weil die brauchen wir auch. Wunderbar. So.
Da fehlt noch einiges. Gucken, wo sind denn die Lagerkisten, die Waren? So. Ach, wo hat er sie hingesetzt? Wo hat er. Da hat er sie hingesetzt. Ja, habe ich versteckt. Ah, aber sieht gut aus. Gell? Müsst noch Platz haben. Brauchst du da gerade Mauern? Nee, oh. Noch nicht. Warum? Da, wo du bist, kommt gleich eine Armee angestürmt auf dich. Seh's. Und die kommt immer näher. Das sieht mega geil aus auf der Karte. Gott sei Dank hatte ich von den Lasertürmen mit dabei. Okay. Alter Verwalter, ja. So, okay, bis dahin. Und dann brauche ich mal so. So. Reicht das nur bis hierher? Scheiße. Okay. Der helle Wahnsinn. Der helle Wahnsinn. Ja. So, jetzt mal gucken. Quasi abreißen schon mal. Ob ich die Kreuzung. Mit dem alten Bauen habe ich die Kreuzung besser hinbekommen. So. Gut. Dann muss von hier. Bei dem Weg. So ein Scheiß. Gut. Dann die hier schon mal wieder ansammeln. So, ich brauche einen weiteren Hangar und den brauche ich dann hier. Und dann mal irgendwann hier, sobald mal die Drohnen sind. Weil so ein bisschen helfen könnte ich ja. So. Ich habe ja noch Munition einstecken. Perfekt. Muss ich nur gucken, dass ich nicht auf unsere eigenen Drohnen baller. Ja, das wäre doof. So, und hier machen wir ja quasi eine Art Haltebucht für die Züge hin. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Alles so kurz hier, das Problem. So. Wird nicht reichen für so einen Zug. Es wird knapp von der Länge her. Weil ich kann hier noch ein bisschen. Papier quasi rüber. Ja, okay, es war jetzt eine Schiene länger. Naja. Da geht schon irgendwas kaputt. Da oben. Ein Objekt wurde zerstört. Okay, aber es wird ja. Ja, gut, wir bauen die Türme nicht, aber wir setzen ja eh bald alles um. Von dem her. Aber ich merke schon, du brauchst die Drohnen, ne? Ich weiß nicht, was du meinst. Ja, ich. Hier wuseln kaum noch Drohnen bei mir rum, die hier Holz holen. Ist das scheiße. Und ich muss das hier noch da drüben anschließen. Gut, dann müssen wir es halt so machen. Nehmen wir das mal mit. Ist aber blöd, wenn das nicht im Logistics Center, also im Logistics System mit angeschlossen ist. So. Na gut, dann halt so. So. Ist quasi wie so eine Baustelle, die ich hier mitnehme. Ich werde jetzt hier einfach eine Lagerkiste hinsetzen, dann können die das Holz hier gleich hierher bringen. So. Haben die dann nicht so den Stress, so weit zu fliegen. Das alles bitte weg. Das kann auch weg. Dieser Scheißwald kann auch weg. Weil ich ja einfach stinkend faul bin. So. Und das Gute ist, wir haben so viel mega Kupfer in unseren Kisten, dass es scheißegal ist, dass der Zug gerade kein Kupfer holt. Ja, Gott sei Dank. Ja, also, das staut sich hier immer noch am Bahnhof. Also, ja, über noch 2400 gut. In jeder Kiste. Nice. Leute, krieg doch das Holz in die Kiste rein, bitte. Gut. Da hoch. Dann darf das da rein, dann kann ich das hier löschen und dann geht's hier mit Solarzellen weiter. Wunderschön. Ich glaube, ich baue nochmal 50 Roboter. Die reichen einfach nicht. Für solche Großprojekte. Baut denn ihr Großprojekte? Ja, ich rede nicht von deinem kleinen Projekt da oben.
Ist irgendwo eine Eisenkiste kaputt gegangen? Komisch. Keine Ahnung. Warum? Wenn du unten rechts bei Alarm mit der Maus drauf gehst, wird irgendwo eine Eisenerzkiste verlangt. Also irgendwo scheint eine Kiste kaputt gegangen zu sein. Das, kann schon möglich sein. Oh, der bringt kaum noch Öl, habe ich gesehen, oder? Der ist reingefahren, gleich wieder rausgefahren. Hat er überhaupt Öl gebracht? Ei, deswegen gibt es auch gerade so Kunststoffprobleme. Wir haben kaum noch Öl. Naja. Ich habe nicht mal den Eisenerzzug fertig und müsste jetzt schon wieder einen neuen Ölzug basteln. Alter. Ja, wie das halt so ist, weißt du doch. Factorio, Wir bräuchten Zeit in der Hinsicht nicht. Ja. So, aber wir können das jetzt hier fertig bauen. Ab hier, das kommt dann so hin. So. Und ab da. Durch diese Kreuzung ist es mir möglich, später auch hier einfach geradeaus zu fahren. Zum Beispiel für das Öl hier, für das Kupferfeld, was auch immer. Dann haben wir hier so eine viel bessere Einfahrt und somit können wir auch dann ganz gediegen von hier. Hier runter auf unser Öl. So. Dann können wir die Strecke umlenken auf da. Dann wird hier eine Schiene quasi. Ah, perfekt. Dann kann auch unser Eisenzug einfach hier die Schiene hier unten nehmen. Wenn es doch mal die Drohnen schaffen, endlich diesen scheiß Baum hier. Und den da auch noch. Ah. Stellt sich an, ich habe ja voll das Problem mit Umspannwerken, weil ich gar nicht krieg. Dann brauchen wir natürlich hier auch noch, warte mal, Zug, komm noch mal zurück. Schön hier rein und dann bleibst du mal da drin. Nervt, dass du hier ständig in der Gegend rumfährst. So. Nehme ich die Schiene hier weg. Was mich aber verwundert ist, dass die ganzen Solarpanels nicht gebaut werden. Also gerade die müssten ja eigentlich, hier einfach wie wild hingepflanzt werden. Okay. Oh, ist hier noch viel Holz im Weg? Drohnen. Einmal bitte Drohnen. So. Ich glaube, ich markiere das jetzt alles und gehe woanders hin, weil das dauert eh. So. Dann gucke ich mal nach deinen Solarmodulen. Ja, so langsam kommen sie. Okay. Es dauert also, halt. Also an Eisenplatten und Kupferplatten mangelt es schon mal nicht. An den Grünen mangelt es auch nicht. Nee, die werden halt... Ja, geht halt nicht so schnell, ne? Wir haben halt definitiv zu wenig Konstruktionsroboter für mein Bauvorhaben. Konstruktionsroboter? Ja. Wir haben alle 158 im Beschlag. Ja, guck mal unten mit der Maus bei Alarm. Diese 400 Objekte, das sind alles Holzobjekte. Achso, du rodest da unten schwer, oder was? Ja, ich habe da einen riesen Wald, der weg muss. Achso. So, ich mach mal Montagemaschinen Stufe 3 hin. Dann werden die Solarpanels hier schneller gebaut. So. Wobei, und also jetzt tagsüber vom Netzwerk... reicht zumindest, die Akkumulatoren sind zumindest tagsüber auch schon wieder voll. Okay. Das ist ja auch schon mal sehr viel wert. Oh, wir haben keine Kunststoffstangen mehr, null. Ist das krass. Aber logisch, der Zug fährt ja auch nicht. Und da werde ich gleich auch jede Menge Geschwindigkeitsmodule reinklatschen in die Ölbohrtürme, dass die da schneller das Öl rausklatschen. Boah, hier ruckelt es ja schon teilweise von den Drohnen. Echt? Ja, obwohl ich oben 60 Frames angezeigt bekomme, läuft es ein bisschen schwammig, weil hier halt echt fast alle Drohnen hier das Holz holen. Oh. Ach, und die Drohnen sind so dumm. Ich habe hier extra eine Lagerkiste hingesetzt. Ah, warte mal. Muss die Lagerkiste... Ja, natürlich.
Hust. Ah, die Drohnen sind dumm, ja? Ja, die Drohnen sind dumm. Mhm. Okay, ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Wir haben jetzt übrigens 5400 Holz. Ja, ja. kenne ich. Mal gucken. Sind sie doch dumm? Ich meine, warum fliegen die nicht hier hin? Soll ich die Kiste in den Wald setzen, damit sie da reingehen oder was? Weil die fliegen halt einen mega Weg und deswegen braucht das alles hier so lang. Na gut, weil müssen die wahrscheinlich bis zur Lagerkiste eiern, oder? Ja, ja. Obwohl ich hier eigentlich eine Lagerkiste habe. Ja, das registrieren die aber erst beim zweiten Mal anfliegen, richtig. Ja, das Gefühl habe ich auch. Das ist halt leider das Problem an der Geschichte. So. Naja, sie haben es fast. Und wenn du jetzt da schon am Waldroden bist, mache ich gerade mit. Oh Gott, wir haben ja auch so wenig Holz. Ja. Weißt du jetzt auch, warum ich immer den Panzer oder sowas mit Holz befeuer? Ja, ja, macht schon Sinn. Weil es A, schneller verbraucht wird und B, du einfach Unmengen davon hast. Unmengen. Ja, das stimmt wohl. Fuck, du Scheiß, was ist denn da links oben los? Links oben? Boah! Schaffst du das da oben oder soll ich hochkommen? Wow. Wo sind meine da? Ach, du hast Lasertürme dabei, ne? Mhm. Ja, gut. Dann mache ich mir mal keine Sorgen. Wow. Sag ich dazu mal nur. noch ein Stück. So, aber trotz alledessen können wir die Solarpanels hier oben ja mal weg. So, das passt. Jetzt brauchen wir natürlich auch noch einen Ausweichbahnhof. Nicht Ausweichbahnhof, aber eine Position, an dem der Zug warten kann. Dazu muss natürlich... Oh, das kann... Das muss alles weg. Alles weg mit den Bäumen. Warum liegt da Stein rum? Ja. Das kann ich dir so jetzt erstmal nicht sagen. Drohnen! Los! Die Problematik ist jetzt natürlich... Genau. Ja, blicken sie immer noch nicht, ne? Die ignorieren komplett diese Lagerkiste. Oh, die, ja. die wollen echt erst die andere Lagerkiste füllen und das ist halt echt kacke. Idioten. Ja. Definitiv. Ja. So, das habe ich damals mit meinen Lasertürmen noch hingeknallt. Stromtechnisch. Brauchen. Na, wenn es kein Problem. Ja, mi gusta. Also, nur mal so am Rande. Also, die Akkumulatoren reichen zurzeit auch. Okay. Ja, wart's ab, bis ich meine Geschwindigkeitsmodule bei den Dingen reingeklatscht habe. Ich sage ja, aktuell. Davon abgesehen, wenn die Bauroboter ja irgendwann mal so weit wären hier. Weg da, weg da, weg da mit dem Scheiß hier. So, auf jeden Fall brauche ich jetzt mal eine Produktion für Umspannwerke, allein weil mich das schon nervt. So. Mit einer Kampfschrotflinte geht das doch eindeutig schneller. Was denn, das Roden? Ja. Achso. Die schießt so gewaltig schnell und die ist noch nicht mal geforscht richtig. Hier ist so ein scheiß Fließband im Weg. Und natürlich der Strommast ist natürlich auch im Weg, das ist klar. Ja, wie es halt immer wenn, so ist, wa? Ne, wenn dann richtig, ne? Genau. So, das Ding ist weg. So.
Könnte man da ein paar Erzförderer reinhauen, alles so, was ich eigentlich gar nicht mehr brauche, auch die normalen Greifarme da. Holzkisten will ich auch nicht haben. Brauche ich auch nicht. Also, So. das hier ist zum, wir machen das symmetrisch, wir machen das so. Das ist zum Rausfahren. Das zum Rein, Quatsch. Aber ich muss mal sagen, durch die Produktivitätsmodule Reinfahren. reicht auch das Eisenerz. Okay. Dann ist hier zum Rausfahren. Und hier zum Reinfahren. So, jetzt können hier offiziell auch zwei Züge langfahren. Das passt. Mein Gott, das sieht aus wie auf dem Schlachtfeld hier. Ah, sieht das gut aus. Okay. Bereiten wir hier noch eben den Eingang vom Bahnhof vor? Ach Quatsch. So. So, haben wir denn hier noch Eisenplatten da? Wunderschön. So, haben wir sogar schon wieder die nächsten Effekte. Gut, Stahl und so hätten wir genug, anscheinend, irgendwie. Hab jetzt auch mal noch die Eisenplattenproduktion erhöht. Das heißt, vereinzelt kommt jetzt von dem rechten Eisenplattenstrang auch noch ein bisschen was durch. Okay. Ausfahren. Einfahren. Scheiße. War das nochmal? Ja, hier rausfahren. Das hier. Da. Da reinfahren, genau. Dann hier raus und da rein. So, jetzt passt's. Ich habe natürlich oben noch ein Signal. Weil hier fährt gerade eh nur ein Zug, dann ist es egal. Dann brauche ich da erstmal kein Signal. So, der Kupferzug, der ist wieder aktiv. Okay. Das hier Und gut. der Ölzug, der kann jetzt, glaube ich, hoffentlich mal ein bisschen mehr Öl abholen, weil der ja schon längere Zeit nicht gefahren ist. Bin mal gespannt, wie es da drüben aussieht. Laserturm wurde zerstört. Was? Zwei wurden zerstört. Das ist schlecht. Eieieiei. Wir müssten mal nach oben rechts Oh! irgendwie. Jetzt weiß ich auch, warum kein Öl mehr kommt. Ja, irgend so ein Pappnase hat hier die Stromzufuhr abgeklemmt. Und da du die ganze Zeit am Strom werkeln bist, kann ich da nur eine Vermutung Ich anstellen. habe nur erweitert, ja? Mal hier Ruhe bewahren, ja? Ah ja, guck mal, hier ist die ganze Verteidigung ist aus. Ja, Die was kann ich? ganze rechte Seite. Ich jetzt da dafür? Bei mir läuft ja alles, wo ich bin. Ja, dann komm mal runter, wo ich bin. Das ist Scheiße, ey. alles dein Gebiet hier. Hier baue ich nämlich nicht. Hier. Ja. Ali, nix schuld. Na, wo ist er? Wo ist er? Wo ist der? Wo ist der Alipedamos? Da oben, hey, hockt er. Na, komm mal runter, mein Freund. Ja, lassen Sie mich bitte in Ruhe. Ich kann nichts für Ihre Unfähigkeit, Strommasten zu setzen. Hast. Warte mal, wer hat hier gebaut, wo ich gerade laufe? Ich weiß ja nicht. So, ab hier fängt es nämlich an. Na, das ist alles hier nicht versorgt. Gar nicht, was du willst, ist doch. Ja. Nachdem ich den Arsch treten musste. Ach Quatsch. Eieiei. Hättest du ja auch einfach mal einen Strommast setzen können. Das ist Na, unglaublich mit dir. ich will dir ja deine Fehler zeigen. Ach so. Darum ging es mir gerade. Ah, ja, das war mir schon klar, dass es hier um nichts anderes ging. So. Was verbrauchen? Wir verbrauchen jetzt aktuell 1,2 Megawatt in Öl. Mal gucken, wie das gleich steigt. Bin mal gespannt. Warum? Und da noch rein, da noch rein, da noch rein, da noch rein, da noch rein. Jetzt sind wir bei. Wo, Ach! zwei? Geht sogar. Zwei, 2, vier. 4. Hast du da unten jetzt noch mehr Pumpen hingesetzt? Nein, ich habe die Geschwindigkeitsmodule überall reingeklatscht. Ach so. Aber ich kann hier auch noch mal drei Pumpen setzen. Boah, ich habe hier so viele Ölfelder, das ist furchtbar. Nee. Gott, ist das Doch. geworden. Ja.
Das wird die letzte Tat für heute sein, glaube ich. Ja, das denke ich doch auch. Aber Leute. Leider, leider. Aber waren wir in einer schönen Aufnahmesession, hat Spaß gemacht. Oh ja. Und, so kurz wie immer. Genau, so kurz wie immer. Und Leute, vergesst einfach nicht, wenn euch das Projekt auch gefällt oder ihr Anregungen oder Verbesserungen für uns habt, ja, schreibt es natürlich in die Kommentare. Und wenn euch das Projekt gefällt, lasst uns ein Like da, einfach zu sehen. Jawohl, uns gefällt der Käse, den die zwei fabrizieren. Oder auch nicht. Weil wie ihr hier unten am Schienennetz seht, der Doskas hat da ja einiges rumgebastelt. Stimmt, das kannst du ja noch zeigen. So. Jetzt ja, komm. Zu gegen Ende. So, gegen Schluss. Wollen wir mal gucken. Mein, das, der Doskas sieht nur eine große blaue Fläche, was ich halt gebaut habe. Oh, da kommen sie wieder. Ja, ich sehe es. Oh. Ah! Aber es hebt sich aus, oder? Ah. Ist halt nur ein Turm, das ist das Problem momentan. Ja. Ja, wir brauchen halt dringende Produktion da dafür. Ja. Ja, hier das kleine Schienennetz von unserem Herrn Doskias. Und irgendwas da unten geht kaputt. Was auch immer du da gebaut hast, was schon wieder kaputt geht. Ja, das ist das Eisenerzfeld. Da ist wahrscheinlich keine Munition mehr. Aha. Da werden wir gerade überrannt. Ja. Immer was zu tun, wie man sieht. Ja. Ich glaube, ich fahre mal mit dem Zug los. Genau, fahr einfach mit dem Zug drüber. Ja, ich werde den jetzt einfach da anhalten. Boah, ja, da geht's gut ab. Oh ja, ich sehe. Ihr Schweine. Au. Oh, da sind jetzt schon die großen Spucker dabei. Boah, die ganze Mauer, ey. Alles kaputt. Ja, und, alles kaputt. Und natürlich kein Hangar hier unten. Nee. Kann so. Aber nicht. Das Eisen läuft schon wieder. Kann so nicht arbeiten. Ja, blöd ist, wir haben, glaube ich, nur keine Mauern, ne? Bauen wir mal kurz ein paar Mauern und schickt die ins System rein. Ja, geh weg, blöder Baum. Ja, mal von Erzförderern und so etc. mal abgesehen, aber. Ja, die Mauern sind mir gerade wichtiger. Hab ja nichts von, die Dinger da reinzusetzen, wenn die gleich wiederkommen. So, ist denn hier eigentlich Laserturm Geschützfeuerrate da? Ja, wir wollten ja Schluss machen, ne? Genau, wir wollten ja eigentlich Schluss machen. Deswegen habe ich mal noch kurz hier den Bahnhof, den du gebaut hast, und so gezeigt. Man erkennt ja meistens auch eigentlich unsere letzte Folge, da die eigentlich noch mehr Überlänge hat als sonst. Das ist wahr. Ja, auch wenn es jetzt hier überall piept und schreit, wie auch immer. Leute, denkt dran, lasst uns einen Daumen oben da, wenn euch die Sache gefällt. Wir freuen uns auf die nächsten Folgen, die wir aufnehmen werden. Und euch weiterhin ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.